Ja. Mach das mal, das ist gut. Gell, ich habe mich gestern informiert, wie ich das machen muss. Ganz easy. Und ja, ganz easy. Super. Und wie geht's euch? Ja, Super. uns geht es immer gut. Ja, eben, gell. Wir haben das Alter, das wir immer sind. Und dir? Ja, auch super. Ich habe Du so viel strahlst Zeit. jetzt wieder besser, hast die Kurve gekriegt, wie man so schön Ja, sagt. schon länger. Ja, ist wirklich sehr gut. Toll. Und ich habe viel Zeit jetzt. Wir haben keine Schule. Und ja, da habe ich so richtig Zeit reinzutauchen. Und ich wollte mich noch bedanken für die super genialen Selbstgespräche und einfach alles. Es ist wirklich unglaublich. Es passiert, Sandra, und es ist immer wieder, was ich sage, was Intimes. Solange man noch das Bedürfnis hat, man müsste irgendwelche Gedanken von sich damit beglücken. Ich sage immer wieder, das ist sehr lehrreich, wenn jetzt in deiner normalen Traumwelt Gespräche auftauchen, dass Neugierige da sind. Ja. Weißt du, dann tauscht man sich aus, man bereichert sich. Es ist nur mühselig, wenn das einer ablehnt und nichts davon hören will. Und dann kommst du in einen Überzeugungsmodus rein, der sinnlos ist. Dann hast du vergessen, du kannst einen Gedanken von dir eh nichts erklären. Genau. Es muss hinter der Maske, muss hier dieser eine Geist sein, dieses eine Interesse da sein. Und das ist so immer, das merkst du und den Rest lässt du einfach laufen. Du kannst jetzt einen Stress machen, aber irgendwann wirst du das durchschauen, dass das bloß selber Stress erzeugt in dir. Dass die vielen Beispiele, wo ich immer wieder wiederhole, die setzen sich irgendwann, wenn du Geist bist. Und dann, wenn die Filter waren lockerer, dieses um Meinungen kämpfen, deine Welt um dich herum ist zurzeit ein einziges Streiten um einseitige Meinungen und jeder, der Meinung von sich gibt, ist nicht seine Meinung, es ist eine Anderung, es ist angelesenes Wissen, die hängen alle massiv in einer Einseitigkeit. Die sind so weit weg von der Vollkommenheit, die sie selbst sind. Darum sage ich immer wieder, ich erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist. Das ist so unendlich simpel. Du bist die einzige Konstante in diesem Traum. Dein ganzes Hier und Jetzt ausgedachtes Leben, egal wer Mann zu sein glaubt, Mann ist immer derselbe Mann. Das ist die Lampe im Projektor, egal welcher Film zurzeit läuft, welches Leben du durchlebst. Der, der es erlebt, verändert sich nicht. Wir hatten gerade das Thema hier mit der Raupe, die anfängt, sich in einen Schmetterling zu verwandeln. Schön. Du Ja. hältst dich ein in eine Peripherie, in der du selbst der Mittelpunkt bist. Dieses Peri ringsum auf Griechisch, Phare, das ringsum. Und Phare ist jetzt erst einmal tragen. Da haben wir D, ragen, kann ich jetzt schon lesen, erst einmal die Spiegelungen ragen aus dir heraus. Denk an, obwohl die alle in dem Zentrum, in dem ursprünglichen mittelsten Licht drin sind. Das ist ausgedacht. Ich kann auch dieses Tragen als DR lesen, dann habe ich die Reihe, diese gespiegelten Berechnungen. A, Gen, da sind schon das Agent ist mit drin, auch die Augen, die Becken. DRAGN. Das Radix AGN haben wir ja auch in dem Wort Augen. Und dieses AGN wiederum hast Becken, das sind die Ballonecken. Das Ja. Peri, Phare, diese Peripherie um dich herum. Ist in dem Zentrum, es sind ausgedachte Dinge. Ganz einfaches Deutsch. Will der normale Mensch die normale Logik nicht wahrhaben, Sandra? Das ist das, was man irgendwann einmal selbst für sich erkennen muss. Du musst der Erste sein, der sagt, so ist es. Ja. Und du kannst der Einzige sein, der das bestimmt. Und wenn du nur nachplapperst, dann wirst du nachplappern. Das ist jetzt hier heute Morgen, habe ich ja dieses Video reingestellt mit dem Minuske, mit Weinreb, das ganz toll ist. Ich könnte jetzt sagen, hier Weinreb-Fan sein von Weinreblehre ist überhaupt nichts Verkehrtes. Ganz im Gegenteil. Ganz, ganz tiefe Weisheiten, aber es bleibt halt sehr, sehr eng und immer noch einseitig ausgelegt. Die Vervollkommnung geht wesentlich weiter. Das ist ja schon. Weißt du, das Verrückte? Wir haben gerade das Thema gehabt hier mit dem Lernen. Dir wird immer mehr dieser Wahn der Menschen um dich herum bewusst. Du fängst an, die Fehler zu erkennen und zwar mit einer inneren Freude zu erkennen, wo du früher entsetzt warst. Ja. Das ganze Lernprinzip ist ein einziges auswendig Lernen, ein Programmiertwerden von Vorstellungen, von logischen Konstrukten, wo du eine Welt in deine Peripherie dir ausdenkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Ob wir über Quantenmechanik oder Universum reden, über den Urknall reden, all die Sachen würdest du dir nicht ausdenken, wenn du
anders erzogen worden wärst, selbst noch auf einer normalen menschlichen Ebene. Die Probleme, die Schwierigkeit, der ganze Kapitalismus, dass man mein Geld erhält dann am Leben. Dass es ohne Geld nicht geht, dem Geld nachrennen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Denksysteme. Und du hängst immer in einem dieser Denksysteme drin. Und ich sage, mach dir alle zu eigen, weil das die Perspektiven sind. Mhm. Die immer gleichzeitig sind, im Meer gleichzeitig sind verbunden. Die du auch nicht, das Heilige kannst du nicht zerstören. Du kannst eine Peripherie aufbauen, was nur Spiegelungen und Facetten von Facetten sind. Das ist immer, wenn ich sage, wenn du einen Film anschaust, verändert sich an der Datei nichts. Mhm. Auf der tiefen Ebene. Es sind nur herausgespiegelte Facetten. Und du kannst immer wieder nur dich selbst überprüfen, wie man sich selber zum Narren hält. Das Leid, das du in deinem jetzt ausgedachten Leben erfahren hast, es sind niemals die Reizauslöser schuld, sondern es ist die Vorstellungsmethode, die man anwendet, weil man sich nur auf den anerzogenen Intellekt verlässt, weil er einem selbst logisch erscheint. Mhm. Und damit sperrst du dich in das Gefängnis dieser Logik ein. Ja. Ich spreche hier an, irgendwie auf Netflix läuft zurzeit ein Film Unorthodox. Das sind vier Kurzserie über eine jüdische junge Frau, die dann ausbricht aus diesen ultraorthodoxen Kreisen. Und da merkst du, in was für ein Wahn Menschen leben, die in religiösen oder politischen Systemen eingesperrt sind mit ihrer unendlichen Rechthaberei. Und ich habe ein paar Mal schon gesagt, jetzt um das wertfrei zu sehen, obwohl ich Worte nehme, die sehr einseitig sind, das würde ich anwidern. Mhm. Wo du sagst, das bin ich nicht mehr, warum sehe ich das noch? Ich sage, weil du jetzt lächeln sollst und mit Riesenfreude den Fehler am Führerscheinprüfungsbogen anhackst und umblätterst und loslässt, wisch und weg, egal wer es ist. Deine bisherige Vorstellung von politisch korrekt, es ist nie korrekt, es ist einseitig. Von religiös, egal was es ist so trügerisch, diese Logik, die man zum Denken benutzt, die nur einseitige Ziele anstrebt, ist unendlich trügerisch und das ist die Quelle von Leid. Ja, es ist diese Energie, wo ich jetzt immer mehr spüre, wirklich für mich, also für mich rot zu stehen. Also das, ja, sich wirklich da für, ja, irgendwie diese Kraft, das zu überwinden, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass ich wirklich allein stehen kann. Mhm. Musst. Ja, darf, super. Muss. Ja, genau. Ich kann immer wieder nur sagen, zu dem ich das alles erzähle, der uns jetzt ausdenkt. Mhm. Da wirst du dir eingestehen, das bist doch du. Das bist du. In meinem Up-Ani-Schaden heißt es Datwam Asi, das bist du. Mhm. Und dann stellst du fest, ich bin eigentlich wundervoll. Mhm. Voller Wunder. Jeder Moment ist ein Wunder. Mhm. Auch eine Wunde, die ich selber berechne. Aber die ich in dem Moment schon wieder heile, wenn ich an was anderes denke. Mhm. Ja. Weißt du, diese einfachen Sätze gerade hier, wenn ich immer wieder wiederhole mit Existenz. Wenn ich einmal weiß, was das Wort existieren bedeutet. Ein Heraustreten aus, etwas Ausgedachtes. Dass ich, obwohl es mir außerhalb, halb außen erscheint, trotzdem auch in mir ist. Ja. Weil ich die Mitte bin. Immer im Mittelpunkt, im Meer die Mitte von allem. Egal, was ich um mich herum ausdenke, es ist immer hier und jetzt in meinem roten Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Ich erwähne immer wieder all die Schwätzer, die in deinem Traum auftauchen, diese Protagonisten, die ich dir träumen lasse. Die sind da so unendlich weit davon entfernt, weil sie schon ausgedachte Dinge sind, obwohl sie eigentlich dann trotzdem in der Mitte sind. Das sind die Puzzlestückchen, die in ihrem Summa Summarum mich selbst ergeben. Das bedeutet Holofeeling, das Gefühl, alles zu sein, aber nichts davon, solange es was Ausgedachtes ist. Mhm. Und das zu erkennen, musst du Bewusstsein sein. Rot geschrieben. Sein heißt Bewusstsein ist nicht existieren, weil es ewig ist. Das ist ein eigenartiges Gefühl, das ist die Kraft, die du jetzt verspürst. Ja. Genau. Immer wieder trügerisch wird es jetzt, wenn ich jetzt meine, ich müsste das mitteilen mit irgendwelchen Figuren. Du wirst nicht mehr müde zu erzählen, Inge. Du weißt es, wir sind lang genug jetzt den Weg zusammen gegangen.
die letzten 25 Jahre fast. Ja. Du wirst nicht mehr müde zu erzählen, wenn du was sehr Schönes erfahren hast, weil du die andere an deinem Glück teilhaben lassen willst, mhm, die letztendlich Teile von dir selbst sind. Mhm. Du denkst dir jeden anderen genauso aus wie den, der du zu sein glaubst. Mhm. Alles Existierende ist aber nicht für die Ewigkeit. Das ist so elementar. Jeder dieser Sätze, jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Dieser Wahn, was Existierendes am Leben erhalten zu wollen, ist so unendlich geistlos und drum wiederhole ich das unentwegt und du wirst merken, zerst einmal an dir selber, wie lange dieser Prozess dauert. Wir haben gerade das Thema gehabt, hier die 25 Jahre, wo man hier nur noch den Kopf schüttelt. Ja. Die anti-autoritäre Erziehung, das ist ein Thema, das hatte ich schon vor 15 Jahren. Ich sage, du musst alles drehen. Anti-autoritär ist, den Kindern Erfahrungen machen zu lassen. Die sind unheimlich wichtig. Lass die auf die Schnauze fallen. Genau. Und was ist heute? Da, wenn es ein bisschen tröpfelt, dann wird das Kind in den 2 Tonnen Suff reingesetzt und 10 Meter vor die Schule gefahren. Das gar nichts hinkommt dann das Kind. Und dann für die letzten 10 Meter in die Schule kriegt es dann noch einen Fahrradhelm aufgesetzt, falls es stolpert. Das hat mit anti-autoritärer Erziehung nichts zu tun. Aber man lässt sich von den Kindern auf den Kopf herumtrampeln. Genau. Weißt du, und das ist, es erfordert eine vollkommen neue Reformation. Und was jetzt passiert, es gibt keine Zufälle. Ich habe das in den ganzen Offenbarungen schon beschrieben, dass man natürlich sagt, gut, es war jetzt vor 25 Jahren. Nee, es war jetzt. Mhm. Es ist schon immer jetzt. Zeit spielt in meinem Spiel keine Rolle. Und was, wie es weitergeht, ich sage, das ist jetzt elementar, du kannst jetzt Weichen stellen, wie in einem Videospiel. Das ist nicht mit Angst machen. Die Frage ist, akzeptierst du das im tiefsten Innern, was ich dir erkläre? Akzeptierst du das, was 100% sicher ist, oder hörst du weiterhin auf das Geschwätz von dem Zweiten, deiner Logik, die unvollkommen ist? Und ich sage immer wieder, selbstverständlich ist die auch wichtig, aber nur Facettenbereich, vervollkommnen, die Fehler vervollkommnen. Das erfordert, dass du alles, was du bisher als böse angesehen hast, auch als gut ansiehst und alles, was für dich gut war, auch verkehrt, böse, schlecht ist. Mhm. Und erst diese Verbindung, dann fängst du an, darum ist es so wichtig, die Feinde zu lieben. Mhm. Das Unlogische. Solange du logisch bleiben willst, du kannst einem Menschen, der nicht bereit ist, seine Logik zu erweitern, ist keine Kommunikation möglich. Der wird nur immer einseitige Rechthabereien intronisieren wollen. Mhm. Ja. Wir werden da vollkommen wertfrei. Das ist das, dass du dich über die Tasse erhebst und dann plötzlich diese 16, sagst du mal, die 16 Perspektiven, die du dir jetzt ausdenken kannst, die mir reichlich in dem Chat dargestellt haben, auch mit schönen Bildern und Zeichnungen, wo einer mit reingestellt hat, Fotografien, die 16 Perspektiven, unsere 4 Tassen in unserer Ecke, in unserem Tetraederspiegel, die von innen und von außen dann die 16 Seiten ergeben. Und all das sind 16 ausgedachte Seiten, wo dann nochmal 16 innen drin sein müssen. Weil man immer, sobald was da ist, diapositiv, negativ, dasselbe sich nochmal verdoppelt. Mhm. Das kann man jetzt unendlich fortführen, aber das wird jetzt zu weit wegführen, von dem Mittelpunkt, das, die wesentlichen Aussagen sind ganz einfach. Ja. Der wirkliche Friede und das Leben laufen lassen. Immer dran denken, jeder Moment, es läuft ja weiter, dein Traum. Jeder Moment ist der beste, den es überhaupt gibt, dass du zuerst einmal dich wirklich prüfen kannst, was soll mir das jetzt sagen? Zuerst einmal, dass ich vor nichts Angst habe und mich über nichts aufrege. Mhm. Und ich habe gerade in dem Selbstgespräch noch gezeigt mit der Angst, die Radix ANG ist eigentlich die Freude. Wenn du das 70-50-3 schreibst, heißt es Freude. Zur Angst gehört die Freude, das ist die Kehrseite. Das bringt das Hebraisieren. Die Freude zu verstehen, immer mehr zu verstehen, was man selbst ist. Und die Freude ist auch die Liebe, oder? Die bedingungslose Liebe ist... Die allumfassende Liebe ist die Freude an Andersartigkeiten, an Neuigkeiten und nicht nur die Freude an den Sachen, die mir unlogisch erscheinen, die ich bisher noch nicht gekannt habe, aber die ich mit meiner Logik anfassen kann. Das ist das, wenn ich sage, das Anstreben von einseitigen Zielen ist Selbstentheiligung. Mhm. Wer strebt die Vollkommenheit an? Aber Vollkommenheit erreichst du nicht, solange du irgendwas wegselektierst oder anders haben willst, wie es ist. Es ist alles vollkommen, weil du vollkommen bist.
in das volle Kommen, könnte man jetzt sagen, zurückkehren in die Einheit, in die heilige Einheit, wo ich dann immer dazu sage, die kannst du nicht erreichen, da bist du schon in mir. Ja. Du hast es bloß vergessen. Es ist, wir machen hier kein religiöses, esoterisches Geschwätz. Das ist wörtliche Physik, es ist Arithmetik, göttliche Arithmetik und Physik. Immer wieder die Beispiele, wenn ich jetzt mir Brösel ausdenke und es ist irgendein Physikprofessor und dann zeige ich ihm die Naturkonstanten in der Bibel auf diese Eigenart in der Holoarithmetik und dann sind die zwar irgendwie beeindruckt, aber ich merke, die drehen sich rum, die nehmen das alles nicht für voll. Die merken gar nicht, was ich ihnen sage, dass alles, was sie glauben, zwar richtig ist, aber extrem fehlerhaft in Bezug auf das heilige Ganze. Dass ihre ganze Weltvorstellung, nicht nur die Vorstellung von richtig und verkehrt, sondern wie alles funktioniert, sind logische Konstrukte. Ich sage immer wieder, die kann sich nur einer ausdenken, der das auf seinen Schwamminhalt hat. Zu entdecken gibt es da nichts. Schau doch mal im Himmel hoch auf deiner VR-Brille und dann schau dir die Sterne an und dann siehst du einfach nur Punkte. Du siehst nicht einmal, dass die in irgendeiner Form so extrem unterschiedlich weit weg sind, weil auf einer VR-Brille gibt es keine Tiefe. Und was für Licht jetzt da hell oder dunkler ist oder welcher Stern größer oder kleiner ist, mir fällt jetzt gerade wieder der Betelgeuse ein, wenn du da mal nachschaust, wie groß der angeblich ist im Vergleich zur menschlichen Sonne, die wir uns ausdenken. Das ist so unendlich erschreckend, aber das ist alles bewiesen. Unsere Professor Lesch, die größten Dogmatiker, die es überhaupt gibt, aber die erkennen dann die ganzen Verschwörungstheoretiker, die Dogmatiker sind. Oder wenn man dann hier einen Xavier Nadu herzieht, der rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker ist, wo ich dann immer wieder sage, wenn du das wirklich einmal nachforschen würdest, würdest du feststellen, alles, was er sagt, ist richtig. In der Möglichkeit, wo du in deinen geistigen Archiven nachforschen kannst. Mhm. Oder dann so kleine Äußerungen in die Enge getrieben, unser Seehofer in Deutschland, der dann sagt, sie müssen eins wissen, alle, die gewählt werden, haben nichts zu sagen und die, wo was zu sagen haben, werden nicht gewählt. Dann kommst du wieder in die Verschwörungstheoretiker-Schiene mit Geld und all den ganzen Schwachsinn, mit Wertschöpfungen. Dann gibt es dann geistreichere Sichtweisen, aber immer noch raumzeitliche Sichtweisen, wie der Hörmann zum Beispiel, der Vortrag, wo bei uns im Chatring gestanden ist. Soll ich schon immer ein ganz muffiges, ganz geniales Kerlchen. Aber auch das eigentliche Problem stellt man damit nicht ab, das ist das unbewusste raumzeitliche Denken. Mhm. Es ist eine Zwischenphase, die sich auftun kann, wenn man sich darauf einlässt, aber du verlässt dadurch die Traumwelt nicht. Mhm. Du bleibst immer noch ein Brösel, der sich in irgendeiner Art und Weise überleben will. Mhm. Der Bob mit Plan B, das ist ähnliche Schienen, die dann zusammenarbeiten, die ein neues Geldsystem suchen, das viel gerechter ist. Aber das ist doch gar nicht das Problem. Genau. Das ist nicht das Problem. Das, was du jetzt erfährst, dieses Nicht-Problem, dieses Nicht-Vorgelegte, das man selbst ist, lass das auf dich wirken. Du bist etwas, was du nicht selbst vorlegen kannst, dir selbst vorlegen kannst. Du kannst nicht an dich denken, ohne dich zu einer Facette von dir selbst zu machen. Wo du dann sagst, das bin ich. Aber das Ich ist doch schon wieder weg, wenn du an dieses Ich, an dieses ausgedachte Ich nicht mehr denkst. Mhm. Das ist der größte Wahn überhaupt, sich mit einem Gedanken von sich selbst zu verwechseln und sagen, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Das sind ganz einfache deutsche Worte. Wenn du Geist bist, würde das irgendwann einmal glauben, in was für einen Wahn du dich selbst hineingedacht hast. Nicht in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit, sondern immer jetzt. Weil was du siehst, siehst du immer jetzt. Was ist, ist immer jetzt. Es taucht jetzt auf und es verschwindet jetzt. Das sind diese drei Drehungen der Zeitachsen, dass du in das ewige Hier und Jetzt kommst. Absolut perfekt beschrieben, hier und jetzt, sofort überprüfbar von jedem Kind. Darum sage ich immer wieder, du brauchst kein intellektuelles Wissen, du brauchst, brauchen ist schon wieder, Bewusstsein brauchen geht nicht, merkst du? Mhm. Du musst erkennen, was du bist. Aha. Diese große Erkenntnis, ich bin immer. Ich habe gerade zu Inge gesagt, ich habe dir ein Versprechen gegeben, hier und jetzt bewusst ausgedacht, 25 Seiten vorher. Ich habe dir gesagt, Inge, du wirst von deinem Tod, von deiner Auflösung so viel mitbekommen wie von deiner Geburt, nämlich überhaupt nichts. Und wenn du jetzt einmal schaust, wir machen einmal die Sandra, du wirst als Körper jedes Mal geboren in dem Moment, wo du an den Körper der Sandra denkst oder an den Körper, der du jetzt zu sein glaubst, dann wird dieser Körper geboren und jedes Mal, wenn du an was anderes denkst, löst der Körper sich wieder auf. Mhm. Mhm.
Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, das heißt, wenn du ich geworden bist, rot, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben und zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren, weil dein Körper ist deine Traumwelt. Mhm. Wo du hast das Gefühl, alles zu sein. Jeder Gedanke, den du denkst, jeder sinnlich wahrgenommene Augenblick ist ein Körperteil von dir selbst. Sieh das einmal so, das ist jetzt nur ein anderes Denkmodell, ein anderes Denksystem. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass das Wort Sterben, können wir schon mal SD lesen, die raumzeitigen Erscheinungen oder diese raumzeitigen Spiegelungen sind erweckte polare Existenzen auf der VR-Brille oder im Feinstofflicht. Und ich kann das aber rot machen. Und das rote SDR heißt das dann mal Geheimnis SDR des Sohns, Ben. Das Geheimnis des Sohns. Es heißt aber auch blau gelesen ein Versteck. Das ist die Ecke. Ist immer eine polare Existenz. Und du schaust immer nur eine Seite an. Mhm. Irgendwann kommen dann wieder die 16 Seiten, die in den Sinn. Das ist das Sterben. Das ist ohne Anfang und ohne Ende. Weißt du, da kommen dann immer die alten Sätze, wo ich sage, jetzt frag dich einmal, jetzt hast, wann hast du zum Denken angefangen? Und dann grübelt deine normale Logik und die geistreiche Antwort wäre, was ist das für eine blöde Frage, ich kann doch bloß jetzt denken. Mhm. Versuch einmal, morgen was zu denken. Du kannst jetzt denken, dass du morgen dieses oder jenes denken wirst. Das denkst du aber jetzt. Und jetzt kommt immer wieder das Spiel. Und sollte das morgen da sein, ist morgen hundertprozentig heute. Ja, genau. Und wenn du heute was machst, machst du es jetzt. Das ist, schau, und jetzt schau mal, wenn du das deinen Menschen erzählst, es ist hundertprozentig sicher, was ich jetzt gesagt habe. Die hören das nicht, es wird komplett rausgefiltert, weil die Filter, wenn diese logischen Filter drin sind, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es ist von einem Moment zum anderen, kann alles ganz anders sein, in dem Moment, wo du es verstanden hast. Das ist das, was ich Erleuchtung nenne. Ich sage, die Erleuchtung, das extrem Spektakuläre an der Erleuchtung ist es, dass es total unspektakulär ist. Es ist der Moment, wo das, was ich dir die ganze Zeit mit einfachen Beispielen, mit tausenden von kleinen, kindgerechten, einfachen Beispielen vor Augen führe, ins Bewusstsein führe. Vor Augen führen heißt in die Becken, dass du es existierend wahrnehmen kannst, aber eigentlich ist es ja in dir drin. Mhm. Dass dir plötzlich einleuchtet, verdammt nochmal, das ist es. Mhm. In dem Moment, wo das für dich hundertprozentig sicher ist, was eh hundertprozentig sicher ist, was ich beschreibe, versuche mal irgendeinen existierenden Gedanken am Leben zu halten. Geht nicht. Da diskutiere ich nicht mit Trockennasenaffen. In dem Moment, wo das, was ich dir erkläre, deine hundertprozentig sichere Erkenntnis ist, das ja so einfach ist, weil es ist ja sofort überprüfbar. Das ist die Erleuchtung. Oberflächlich betrachtet geht das ganze Denken ganz normal weiter. Mhm. Bloß jetzt ist dir wirklich bewusst, was jeden Moment da ist, wie sich das verändert, warum sich das verändert, weil ich so reagiere, weil ich das so interpretiere. Und du schaust jetzt aus dieser Doppelschritt, aus dieser höheren Ebene dieses an, auch dein Interpretieren an und dein Werden an. Eventuell wieder mal ein Rückfall, dass dich dann wieder mal kurz Angst anfällt. Aber das fällt in sich zusammen, glaube ich mir, das fällt sofort in sich zusammen, wenn du mal da oben installiert bist, auf dieser höheren Ebene, das eigentlich der Mittelpunkt ist. Die absolute Höhe ist nicht oben, sondern in der Mitte. Mhm. Diese Mitte, wo du schon immer warst, egal was du um dich herum ausdenkst, wie du das sprachlich definierst, Zürich, Überlingen, Schweiz, was auch immer, Wohnzimmer, Küche, Schule, Arbeitsplatz. Du kannst es immer durchtesten, du hast immer deine Perspektiven um dich herum. Es ist ein Austauschen von Bildern. Ich setze dich in Bewegung in deinem Traum. Du schlummerst auf deiner Wolke und kriegst es gar nicht mit, weil du meinst, du rennst durch eine Welt, die du dir ausdenkst, als ein Brösel von Filmbrösel. Ja, genau. Mhm. Und wenn man da mal hier das dann installiert hat, dann geht man gelassener mit den Sachen um. Dein Programm wird noch weiterlaufen. Aber es wird, sobald es wieder Angst oder was aufkeimt, wird es sofort wieder
zusammenfallen, wenn dir das wieder bewusst wird, was ich dir erkläre. Dasselbe gilt übrigens dann auch für Wünsche, die in dir auftauchen. Dass du immer wunschlos glücklicher wirst, weil du feststellst, das Glück, von dem ich rede, hat nichts mit irgendwelchen Gegenständen und Vergänglichkeiten zu tun. Es geht um die ewige Glückseligkeit. Aber die können wir einsetzen in unseren roten Wörtern. Bewusstsein, Geist, Licht, Rot ist auch die Glückseligkeit. Es ist das Genießen zu können, diese unendlich vielen Facetten von sich selbst. Mhm. Und darum sage ich, das bleibt was Intimes und Intime. Intim, Intime heißt ja Wunder, das Wundervolle. Du bist voller Wunder. Da steckt natürlich auch die Wunde mit drin, das Trauma auf Griechisch. Der Trauma, die Traumschöpfung, das griechische Wort für Wunder. Holofeeling vereinigt alles. Ich kann immer sagen, wir bleiben immer sehr in dem christlichen, jüdischen Bereich jetzt, aufgrund eines Grundprogramms, das du zu durchschauen hast. Ich könnte dasselbe Spiel auch in Sanskrit in allen Möglichkeiten machen, aber da fänden ja dann die Grundlagen gleich zweimal. Mhm. Ich rede von unendlich viel Wissen, das eigentlich nicht Wissen ist. So wie nichts und alles im Prinzip die zwei Seiten einer Medaille sind und du selber bist die Schmalseite, die Münze. Du siehst entweder Kopf oder Zahl. Wer glaubt schon, dass das Ding auf der Schmalseite stehen bleibt? Das wäre die Synthese. Von der Synthese, da sagen die Leute, Synthese ist unmöglich. Ich kann doch nicht gleichzeitig gesund und krank sein. Ich sage doch, das bist du in dem Moment, wo du nicht an gesund und krank denkst. Mhm. Dieses zwanghafte Vorher-Nachher-Denken, dass beides jetzt gedacht wird. Das ist so Kindergartensprache, wo wir jetzt machen. Das vorhergehende Selbstgespräch bin ich ein bisschen in Detailwissen in die Sprache reingegangen. Und dann sind die Leute, stürzen dann sofort wieder ab von den Filtern, weil sie zu bequem sind, was zu lernen. Und da kann ich immer wieder sagen, das, was in deinen Schulen, ausgedachten Schulen passiert, ist ein Programmieren. Genau. Von, einfach nur ein Programmieren von Vorstellungswelten, die nachgeplappert werden. Jeder Lehrer, der dir was erzählt, blabbert nach. Es war zu allen jetzt ausgedachten Zeiten so und es wird auf dieser unteren Ebene immer so sein. Ja. Wirkliches Lernen passiert, wenn du neugierig bist. Du musst neugierig sein, egal auf was du neugierig bist. Das hängt von deiner geistigen Reife ab. Und dann würde dich das Brennen interessieren, aber nur so lange, bis du es herausbekommen hast, bis du die Lösung bekommen hast. Und in dem Moment wird das Objekt deiner Neugier vollkommen uninteressant. Sandra. Mhm. Der Witz ist, jetzt hast du was gelernt, da ist auch kein Hauch, ich habe das so oft gesagt, dann das Gefühl, wenn du selber was aufgrund von Neugier rausbekommen hast, das darf ich nicht vergessen, egal um was es geht. Mhm. Weil du es gelernt hast, das nimmst du für alle Ewigkeiten mit. Ja. Das klassische Lernen in der Schule ist unnützes Wissen, darum ist da auch vor der Prüfung die Angst, oh, hoffentlich vergesse ich das nicht und du wirst es dann trotzdem irgendwann vergessen, weil es unwichtig ist. Es sind nämlich meistens die Wissenselemente, die du in der Schule lernst, sind Kategorie 1 und Kategorie 2. Und ich bringe dir bei, was die Kategorie 3 ist. Und dann wirst du feststellen, Fragen der Kategorie 3 beantworten sich alle von selber. Warum ist jetzt das? Weil ich es denke. Mhm. Wo ist es? Jetzt in meinem roten Kopf. Wann? Jetzt. Und wo geht es hin, wenn ich es nicht mehr denke? Es geht dahin, wo es herkommt. Klo. Klo, ja. Voll ist alles. Es sind Exkremente. Herausgetretenes, das verbrennt. Ich mag es jetzt einmal so, da steckt das Wort Rennen schon mit drin. Die Fahrersprache, das Deutsch, das Alemannische, es ist göttlich. Und immer nicht vergessen, ich rede nicht von irgendwelchen ausgedachten Deutschen. Mhm. Du kannst körperlich Neger sein, egal was, du musst deutsch denken. Einer, der nicht deutsch denken kann, wird diese Ebene nicht erreichen. Und dann bist du schon weg bei den meisten Menschen, weil dann diskriminiere ich ja Franzosen und Engländer und Amerikaner und alles, was es sonst ist. Ich sage, ich diskriminiere keine Gedanken von mir, es sind Gedanken. Wenn du das verstanden hast, bist du ein träumender Geist. Gedanken von dir überleben nicht. Ob du die Gedanken jetzt Engländer oder Franzosen nennst oder Israelis nennst, die überleben nicht. Die sind schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Holofeeling macht alles vollkommen neu. Mhm. Und ich mache das nur für den, der sich jetzt bisher seine eigene Welt ausgedacht hat. Wie in einem Traum.
Ich kann nur den Geist wach machen, der mich jetzt sprechen lässt, der träumt. Niemals eine Figur in einem Traum. Ein Satz tausendmal wiederholt. Hast du ihn verstanden? Ja. Wenn du mich jetzt sprechen lässt, bist du ein träumender Geist. Und die Pixelmännchen plus der, der jetzt vom Computer sitzt, sind nur Informationen von dir, ein ständiges Kommen und Gehen. Du bist schon da gewesen, bevor du das erste Mal an Sandra, Inja und an Udo gedacht hast, und du wirst auch noch dann da sein, wenn du nicht mehr an sie denkst. Aber du bist auch schon da gewesen, bevor du das erste Mal an diesen Körper gedacht hast, der jetzt vom Computer, den du spürst, wo du sagst, ich spüre ihn doch, das ist doch mein Körper. Empathie. Gehe ich jetzt nicht nochmal. Mein Leid. Der Körper ist dein Leid. Er kann aber auch Freude sein, weil wenn ich sage, er ist nur Leid, dann ist es schon wieder einseitig ausgelegt. Ich kann so viel Freude an einem Horrorfilm haben und an einem Krimi haben. Es kann extrem geistreich ausgelegt werden, wenn man Geist ist. Solange du nur einseitig auslebst, bist du unvollkommen. Du bist eine Batterie, wo man versucht, den Minuspol komplett zu eliminieren. Mhm. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse ist, dann wird dir ein Licht aufgehen, wird dir das Bewusstsein aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ja, das ist eben... Genau, also das war auch mein Problem, dass ich immer in der Figur gesucht habe, bevor ich dich kennengelernt habe. Das war ein totaler Irrweg und trotzdem war es wichtig, weil ich dann erkannte, ja. Ich darf mich nie hören, dass irgendwas auf deinem Lebensweg unnütz gewesen wäre. Das, was du jetzt momentan bist, dieser Stand, ich nenne es mal dieser Stand, den hast du, weil du das alles erleben durftest. Und niemals in der Vergangenheit zurück dieses, was würdest du anders machen? Die Frage stellst du dich. Keinen Abzug, sonst wärst du nicht das, was du jetzt bist und es wird weiter wachsen. Jetzt gehe ich zu unserer Inge und sage, wie alt bist du jetzt als Figur? Sandra? 79. 79, wow. Und ich Sandra? 49. So, also ich werde 50. Inge, erinnere dich einmal, wie du 49 warst. Oh. Da wusstest du auch schon so viel, ne? Ich erinnere dich einmal, was für eine gescheite Frau du damals warst. Ja, ja. Schmunzelst du jetzt, oder? Jetzt könnte ich wieder meine sieben Schritte zurückblickend, immer 7 Jahre weiter, wenn du bist in dieser geistigen Entwicklung. Mal sagst du 7 Jahre vorher, hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Ja, also ich möchte nicht nochmal 40 oder 99. Keiner, der mit Anstand alt wird, möchte nochmal jünger sein. Der ist froh, dass er es durch hat. Ja, das ist eben super. Ja. Und alle, die hier sagen, die jünger sein wollen, sind schlichtweg und einfach geistlose Figuren, habt die sofort wieder ab. Jung ist dumm. Ja. Und ich sage, das, was man mit den Wehwehchen, die Weisheit, muss man, haben wir das Thema, bevor du hier zugeschaltet hast, die Weisheit, die bezahlt man dieses, zahlt man gerne. Die Wehwehchen, das, was man, du musst immer ein bisschen dafür bezahlen. Genau. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal, aber diese Wehwehchen, die man dann hat, die zahlt man gern für das, was die Weisheit ist. Und jetzt verweise ich wieder auf das Buch der Weisheit, wo ich eingehe. Dass du feststellen wirst hier, das beginnt ja mit, ich wurde wie jeder, ich sage jetzt mal in meinen Worten, wie jeder Trockennasenaffe hier durch eine Frau, durch eine Asha in die Welt geschmissen, Isha. Da gehe ich jetzt in dem vorhergehenden Selbstgespräch, kann man das schön anschauen, wo ich darauf eingehe, durch eine Frau, durch eine Logik in die Welt geschmissen und irgendwann einmal bei einer gewissen Reife kommt die Weisheit zu mir. Und dann erkenne ich, dass diese Weisheit tausendmal mehr wert ist, immer dran denken, 1011 heißt auch unendlich, vielmal mehr wert ist, wie jegliche Form von Geld und Besitz oder Gesundheit. Genau. Das ist nichts mehr. Das, was ich Gesundheit nenne, ist doch eigentlich schon wieder eine Unvollkommenheit. Ja. Mhm. Heiligkeit, Weisheit ist Heiligkeit. Mhm. Es ist letztendlich das, was ich selbst bin. Aus dem alles entspringt und ich kann mich in unendlich viele Facetten zerspringen lassen. Ich erlebe mich selbst in unendlich vielen Formen, in unendlich vielen Träumen, als unendlich viele verschiedene Charaktere und Personen. Und wer das erlebt, ich kann jetzt wieder sagen, Tattva Masi, das bist du. Nicht irgendein Gedanke von dir. Das ist kein religiöses oder esoterisches Geschwätz, das ist göttliche Arithmetik, göttliche Physik. Ewige Physik. In einem ständigen Wechsel. Ja.
Und das ist das Einzige, was nie mehr weggeht. Das nehmen wir mit. Das dürfen wir mitnehmen. Die Erkenntnis, diese Erkenntnis, was ja, man das ist. Super. Das ist ja schön. Das ist, wenn du das gelernt hast, habe ich gesagt, sagst du nicht mehr, hoffentlich vergesse ich das nicht mehr. Das ist ja die große Chance jetzt in dem Leben, wenn ich jetzt zur Zeit als Brüssel oder in dir auftauche, wo ich eigentlich sage, eigentlich bin ich ja du, ich bin der, der sich alles ausdenkt. Ja. Ich erzähle es mir ja selber, ich erzähle es dem, der sich bisher auch schon im Meer alles ausgedacht hat, er hat es bloß vergessen, weil er sich mit den Gedanken von sich selbst verwechselt hat. Ja. Dass dieses Leben, wenn zu Ende ist, das nächste Buch, ist genauso ein Leben, nicht vom Aussehen her. Ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Welt. So wie wenn ich jetzt sage, du kannst dir mittelalterliche Welt ausdenken und du kannst dir die jetzige Welt ausdenken und du kannst dir irgendwie eine Zukunftswelt Science Fiction ausdenken, wo man mit Überlichtgeschwindigkeit, das ist, es ist eine Welt mit ständig wechselnden Bildern, aber ganz, ganz anderen Möglichkeiten und ganz anderen Strukturen. Aber die Rolle, die du dann spielst, spielst du bewusst. Du wirst das nie mehr vergessen, was du bist, wenn du es einmal verstanden hast. Ja. Und jetzt kommt das wirkliche Spiel. Und dann gibt es neue Aufgaben, die man lösen muss. Ja, klar. Und das ist jetzt eine Welt, wo nicht mehr dieser Angstparameter im Hintergrund ist. Es ist die Angst selbstverständlich noch da. Du solltest einfach mal einen guten Gruselfilm dir anschauen und dich dann selbst dabei beobachten, wie du reagierst. Die ganzen Emotionen sind noch da, aber so wie beim Zuschauer, der sagt, ich freue mich heute Abend auf den spannenden Film, heute ist man mal nach einem spannenden Film, heute ist man nach dem hier, diese vielfältige geistige Ernährung. Vegetarier ernähren sich nicht nur einseitig oder Veganer. Du, jetzt ist mein Bild dunkel geworden, kann das sein? Also ich sehe dich immer noch gut. Gut. Wir haben dich noch jetzt gut. Jetzt ist es ganz weg. Es ist jetzt was ausgefallen. Du mal auf die Leertaste drücken. Jetzt bist du wieder da. Ja, alles klar. Danke. Ja. Das sollte zwar nicht sein, ich könnte jetzt dir eine technische Erklärung dafür geben, aber darum habe ich gesagt, drück auf die Leertaste. Alles ist gut. Das ist das Beste. Du hast jetzt für einen kleinen Moment Krishna gesehen, Inge. Ja, genau. Alles ja. Ich dachte, das ist die Vorbereitung für das schwarze Loch. Ja, genau. Ja, nee, das ist was Spannendes. Das ist, wenn ihr nicht wieder werdet wie Kinder. Ja. Ich spreche diese Neugier an. Ja. Das sind die Jesus-Sätze. Wenn ihr nicht werdet wie Kinder, Kinder sind auf alles neugierig, was sie nicht kennen. Ja. Den Zustand musst du wieder kriegen. Ja. Alles, was du als böse, schlecht und verkehrt ansiehst, kennst du noch nicht, weil dir sollte klar sein, wenn einer in dir auftaucht, der wo was behauptet, was dir falsch, verkehrt erscheint. Ja. Dass das von ihm ja aus gesehen richtig ist. Mhm. Darum sage ich, mach dir doch diese anderen Perspektiven zu eigen und bekämpf sie nicht. Du reißt dich doch nur selber in Stücke. Aber das ist ein innerer Prozess. Alles. Was der sich auf der äußeren Ebene spielen kann, weil in den meisten Fällen kannst du das nicht spielen, weil Diskussionen zwischen Affen vollkommen sinnlos verlaufen, wenn da Rechthaber drin sind. Man kann ein kleines Grüppchen bilden, wo man versucht, nach neuen Möglichkeiten sich zusammentun. Es ist immer der Satz, offensichtlich erkennst du und siehst du was, was ich nicht sehe, weil es mir falsch verkehrt erscheint oder vollkommen neu erscheint. Und ich sehe offensichtlich was, was du nicht sehen kannst. Lass uns doch zusammensetzen und den gemeinsamen Parameter suchen. Das feststellen, den kann ich dir gleich sagen, der das immer ist. Der sich beide Perspektiven ausdenkt. Aber in Form von zwei verschiedenen Personifizierungen, das hast du durch zwei verschiedene Projektionsmasken und Filtermasken gesehen. Und in dem Moment, wo du weißt, da ist ja einer, der sich beide Perspektiven ausdenkt. Das ist der, ich denke mir jetzt zwei Personen aus, die diskutieren. Der bin ich aber erst, wenn ich komplett aufgehört habe zu glauben, ich bin eine dieser zwei Personen, die mit aller Gewalt ihren einseitigen Standpunkt, ihre Perspektive durchsetzen wollen. Lass das auf dich wirken. Ja, das klar. Geht jetzt das erste Mal, wenn das dann in dir drin ist, was du feststellst, du gehst mit Menschen ganz anders um. Ich nenne das dann immer, wenn dann eine da sind, dann redest du halt in deiner Rolle einfach Schnickschnack-Geschichten mit ihnen mit. Du musst dich deine Meinung deswegen nicht verleugnen, aber du wirst sehr wohl wissen, was du zu sagen hast, weil du siehst, wie der andere darauf reagiert und ich muss ja nicht unbedingt hier ihn ins Feuer schütten, wie ich sage. Wenn ich schon merke, dass er so negativ reagiert und hochgeht. Außer du bist dann ich. Der berühmte liebe Gott mit einem Strohhalm oder mit einem Brennglas auf dem Ameisenhaufen und da ein bisschen einen Tumult reinbringt.
Ich halte mich da lieber raus, das ist ein Akt der Reife. Ja, bringt nichts. Ja. Es sind so viele Sachen, wo ich sage, ich werde die Weisheit, ich werde mich niemals hergeben für irgendeine Organisation oder für eine Sekte oder für sonst was. Nein. Weil dann würde ich mich in eine Einseitigkeit hineinbegeben. Ja. Du Udo und Sandra, darf ich mich verabschieden? Weil ja, ich wir machen jetzt eh Schluss. Hast du noch was Besonderes, Sandra? Nein, es war super. Aber ich danke euch vielmals. Ich hat uns sehr gefreut. Nee, das ist, ich muss Ihnen noch nur, was. Wir hören wieder, ich sag nur schön. Immer, Inge, laufen. Du siehst zauberhaft aus. Hat es dir schon jemand gesagt? Wie? Du siehst zauberhaft ja, aus. Ja, du im Fall auch. Ich habe das Jäcklein, die Frisur, es ist super. Und wer hat's gemacht? Spiegel. Und wer hat's gemacht? Bitte? Wir. Wer hat's gemacht? Ja, siehst du, wer hat's gemacht? Danke und tschüssi. Ja? Ja, tschüssi, tschüss, ihr zwei. Ciao. Ciao. So, danke vielmals. Stopp, muss er ausmachen. So.